Hi, da bin ich wieder. Nach 3 Wochen Baustopp geht es jetzt also weiter. Ja, die Gründe warum. Ja, mein Bauleiter hat sich verliebt und war ein paar Wochen abwesend. Ja, was soll man dazu sagen? Eigentlich wohne ich nicht erst seit gestern in Spanien. Das heißt, das war mir schon bewusst. Problematik war natürlich, wenn man jemanden vorher bezahlt, dann ist das Arbeiten natürlich nicht mehr ganz so wichtig. Gut, zweiter Punkt ist natürlich auch, ich habe eigentlich wieder gar kein Geld mehr, um weiterzumachen. Deswegen ist jetzt 3 Wochen auch nicht wirklich was passiert. Ich musste wieder mal 500 € in mein Auto stecken, in mein altes Auto und 600 € in mein neues Auto. Ja, ich habe mir schon überlegt, ich glaube, kaufen wir vielleicht noch ein drittes Auto. Kleiner Scherz. Ja, sonst hätte ich natürlich Geld fürs Haus gehabt. Das hat sich also demnach erledigt. Heute geht es weiter, weil mein Bauleiter ist wieder aufgetaucht. Also die erste Liebesphase scheint wohl einigermaßen vorbei zu sein. Ja, was soll ich sagen? Heute vor einem Jahr saß ich noch auf einer Mittelmeerinsel in einer 300 Quadratmeter großen Finca mit Pool, Sauna und Außenküche, Sommerküche. Dieses Jahr sitze ich in einer Kleinstadt mit einiger, ja, sage ich jetzt gar nicht, ist auch egal, also in einer Kleinstadt mit meiner Ruine und werde wohl wieder auf mein altes VW Golf Cabrio von 1992 zurückgreifen müssen. Ja, was soll ich sagen, Mädels? So ist das Leben und das gefällt mir natürlich auch so, weil langweilig wird es ja nicht. Und ich muss dazu sagen, was ist schon wichtig im Leben, ne? Also ich stelle jeden Tag wieder fest, das einzig Wichtige für mich ist eigentlich, dass meine Kinder gesund, schön, intelligent und super lieb sind. Und mehr will ich eigentlich auch gar nicht. Also ich bin sehr glücklich. Und ja, so sieht's aus. Also ich werde jetzt ein bisschen Schutt wegräumen, damit mein Bauleiter die letzte Wand dann irgendwann mal anfangen kann. Ich habe heute auch einen Freund da, der mir ein bisschen hilft. Ja, und dann sehen wir weiter. Ich habe mich noch informiert. Das heißt, ich war gestern beim Rathaus, was ich für Genehmigung für das Haus bekommen würde, in Sachen Selbstständigkeit. Und mein Haus ist ein wahrer Schatz, denn sie hat eine Liste gesucht, hat sie auch gefunden und sagte dann, ja, also ein Büro wäre möglich, ein Sportzentrum wäre möglich, ein Geschäft wäre möglich, eine Bar, ein Café wäre möglich, also alles ist möglich. Gut, es ist natürlich alles wieder mit Genehmigungen verbunden und Projekten und Geld. Aber immerhin, wenn ich wollte, könnte ich alles machen und das ist ja schon mal sehr positiv. Also, ich werde euch zu Weihnachten einfach nochmal das Resümee, ne, in Spanisch Resumen, erzählen von diesem Jahr. Ja, ich glaube, es ist alles ganz gut. Ich habe mich von vielen Sachen getrennt in diesem Jahr und werde mich auch noch von mehreren Dingen trennen. Aber das erzähle ich euch beim nächsten Mal. Okay, bis dann. Tschüss.